Willkommen bei CSE Automotive. Heute Heckflügel. Heckflügel für den Audi TT. Das ist der Standardflügel. Ja, für den TTS im ausgefahrenen Zustand vielleicht ein bisschen mickrig. Heckflügel im Extremstyle sind momentan angesagt. Deswegen haben wir für euch einen genialen Flügel. So, und hier unser neuester Flügel, ein Riesending, und ob der tatsächlich auf den TT drauf passt, wie er montiert wird und wie das Ganze danach ausschaut, das zeigen wir euch jetzt. So, das ist das gute Stück. Und zwar aus mehreren Teilen. Hier die Trägerplatte mit verschiedenen eingearbeiteten Gewindehülsen, um es an der Originalkarosserie zu verschrauben. Zusätzlich das aerodynamisch begünstigte Flügelbrett. In dem Fall über die zwei Einstellschrauben am Fuß zu verstellen, im Winkel und somit im Anpressdruck. Ausgeliefert Standard wird der Heckflügel mit diesen seitlichen Flaps. Das ist ein bisschen eine softere Version, und die Leute, die es richtig knackig haben möchten, können bei uns im Shop anstelle dieser Flaps diese gewaltigen DTM-Style-Flaps dazu bestellen. Zur Montage. Als erstes den Originalflügel ausfahren. Tja, und dann Heckklappe auf und erstmal die Innenverkleidung demontieren. So, der Originalheckflügel ist jetzt erstmal demontiert worden. Unter den Plastikauflagen sind noch zwei Löcher zu vergrößern, damit unsere Gewindestifte auch hier Halt finden. Man darf nicht vergessen, der Heckflügel ist natürlich um einiges gewaltiger als der Originalflügel. Wir haben einerseits natürlich ein höheres Eigengewicht und auch natürlich einen erheblich höheren Anpressdruck. Die beiden Gewichte lasten letztendlich auf der Bodenplatte, die in diesem Fall dann natürlich nochmals extra verschraubt werden muss. Es empfiehlt sich anschließend, die aufgefrästen Löcher mit einem Korrosionsschutzmittel zu versehen, um dort Korrosionen zu verhindern. Als erstes jetzt die Probemontage. Das schaut soweit alles ganz gut aus. Nochmals Spaltmaßkontrolle. Nachdem wir die Trägerplatte auf Passgenauigkeit geprüft haben,
kann die Trägerplatte zum Lackierer, natürlich auch der Flügel. Wie eine professionelle Lackierung funktioniert, könnt ihr euch hier oben bei diesem Video anschauen. Alternativ kann man natürlich den Flügel auch polieren lassen. So, und jetzt werden die Gewindebolzen eingeschraubt. Und da ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass diese Gewindebolzen maximal 1 cm in die Gewindehülse eingeschraubt werden. Denn bekanntlich nach fest kommt ab. Die Gewindebolzen handwarm anziehen. Man merkt dann schon einen leichten Widerstand und bis dahin ist es ausreichend. So, und nun den Heckflügel auf die Karosserie legen und versuchen, die Gewindestifte in das Karosserieblech einzudrücken. Das funktioniert soweit ganz gut. Es könnte sein, dass die ein oder andere Gewindehülse etwas nachjustiert werden muss, beziehungsweise vielleicht das ein oder andere Loch etwas vergrößert werden muss. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug leider Gottes immer wieder ein bisschen Abweichungen gibt, muss das individuell etwas eingestellt werden. Aber in diesem Fall hat es wunderbar geklappt, so sollte es eigentlich auch sein. Zusätzlich wird im inneren Bereich ein doppelseitiges Klebeband aufgetragen, um das Ganze etwas abzudichten und das Eindringen von Wasser zu vermeiden. Dazu auch wieder vorher entsprechend die Klebeflächen mit dem mitgelieferten 3M Reinigungstuch sauber machen. So, nachdem das 3M-Klebeband angebracht ist, wird noch die Schutzfolie entfernt und dann können wir die Trägerplatte fest montieren. Also auch hier nach fest kommt ab, daher ist nicht übertreiben und gegebenenfalls mit einem Drehmomentschlüssel arbeiten. Die Schrauben sind soweit fest, jetzt können wir das Flügelbrett montieren. Der Flügel muss auf jeden Fall zuerst mal auf eine sogenannte Nullstellung gebracht werden. Ihr legt eine handelsübliche Wasserwaage auf den Flügel auf und schaut, dass der Flügel im Endeffekt genau in der Waage steht. Das ist auf beiden Füßen zu wiederholen. Man sieht, hier gehört es ein bisschen mehr eingestellt und hier sind wir bereits genau auf der Nullstellung. Wichtig ist, solltet ihr den Flügel entsprechend anstellen, dann muss auch entsprechend für Abtrieb im vorderen Bereich gesorgt werden. In Form von einer Spoilerlippe, die wir anbieten, oder in Form von anderen aerodynamischen Veränderungen. Denn jede Veränderung in diesem Bereich bedeutet massiven Abtrieb und bedeutet natürlich auch bei höheren Geschwindigkeiten entsprechende Fahrverhaltensänderungen. Das ist sehr mit Vorsicht zu genießen und sollte peu à peu und am besten auf einer Rennstrecke gemacht werden. So schaut er also aus, der Flügel für den Audi TT. Ja, eins ist dazu auch zu sagen und zu beachten. Erstens, ordentlich einstellen. Zweitens, für den aerodynamischen Ausgleich sorgen. Und drittens, wir müssen und haben für diesen Flügel kein TÜV-Teilegutachten, sondern gerne kann ein Materialfestigkeitsgutachten über das Material von uns angefragt werden zum Kauf des Flügels.
Das ist allerdings kein Garant dafür, dass dieser Flügel eingetragen wird bzw. per § 21 StVO von einem Prüfingenieur abgenommen wird. Da müsst ihr im Endeffekt vorher mit eurem TÜV-Prüfer sprechen. Ich denke, mit entsprechender Abzugsprüfung vom TÜV-Prüfer selber, also der TÜV-Prüfer wird dann schauen, ist der Flügel auch entsprechend fest am Fahrzeug verbaut und einem entsprechenden Fahrversuch um das Fahrzeug und die aerodynamischen Verhältnisse am Fahrzeug bei Höchstgeschwindigkeit in einem Fahrtest zu überprüfen. Dann sollte eine Eintragung funktionieren und ansonsten sage ich, nehmt den Flügel entweder für ein Treffen, für Showzwecke oder eben, wenn jemand ambitioniert auf der Rennstrecke unterwegs ist, nehmt ihn dazu her. Für einen aerodynamischen Ausgleich haben wir noch einen Frontansatz in einer smarten Version und später wird es dann auch noch eine Kappspoilerlippe geben, die entsprechend dem Heckflügel dimensioniert ist. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal. In Kürze wird es dann auch ein Video geben, wenn das Fahrzeug soweit fertig ist, der Heckflügel und die Anbauteile lackiert sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Bis dahin, ciao!